Herzlich willkommen zu iPad for Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jeckel und ich mache Unternehmen mit dem iPad produktiver. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von iPad for Productivity, heute mal aus dem Hotelzimmer. Ich hoffe, die Tonqualität ist nicht zu schlecht, aber im Moment bin ich so viel unterwegs, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme. Und das große Audio-Equipment mitzunehmen ist dann doch manchmal etwas schwierig. Wir haben uns ja in den letzten Episoden mal beschäftigt mit dem Thema, was Apple neu vorgestellt hat und was in iOS 11.3 neu ist. Und jetzt kommt auch der angekündigte Schwerpunkt zum Thema Notizen. Die regelmäßigen Hörer meines Podcasts wissen, ich habe das ja schon etwas länger angekündigt. Ich wollte nur ganz gerne einfach auch die aktuellen Dinge, die jetzt kamen, dort vorziehen, vor dem Hintergrund jetzt einmal zum Thema Notizen. Das iPad ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut geeignet, um handschriftliche Notizen zu erstellen oder getippte Notizen auch. Und hier gibt es nicht nur eine App, sondern es gibt verschiedene Apps. Und wir schauen uns einmal die aus meiner Sicht relevanten Kandidaten an. Und ich werde hier einen Schwerpunkt in dieser Applikation bzw. in dieser Episode vornehmen mit dem Thema Notizen, mit denen man auch handschriftliche Notizen vornehmen kann. Ich werde in der nächsten Episode mehr eingehen, auch auf weitere Applikationen wie OneNote und wie Evernote, mit denen man auch handschriftliche Notizen anfertigen kann, die eher dafür gedacht sind, Informationen zu sammeln, die man eher integrieren kann, auch mit Outlook beispielsweise. Also hier einmal der Schwerpunkt handschriftliche Notizen-Apps. Das ist nämlich das, wo mich die meisten fragen. Diejenigen von Ihnen, die einen Apple Pencil haben, die ein Apple iPad Pro haben, die werden sicherlich schon mal mit der Apple Notizen App gearbeitet haben. Und Sie wissen, ich bin ja immer ein großer Freund, zunächst mal zu gucken, was Apple an Bordmitteln hat. Und da gibt es schon eine ganze Menge an Dingen, die dort wirklich ganz gut sind. Deswegen schauen wir uns Apple Notizen an. Wir gucken uns GoodNotes an, wir schauen uns Notability an, wir werden uns NoteShelf 2 angucken, Nebo, MyScript Stylus, wobei ich dann in der nächsten Episode noch etwas näher drauf eingehen werde und nochmal ein kurzer Hinweis auch zu Notes Plus. Ja, wir fangen einmal an mit dem Thema der Apple Notizen. Der große Vorteil der Apple Notizen ist, dass diese App gratis dabei ist. Das heißt, Sie müssen sie nicht extra kaufen und sie ist auch sehr schön integriert, wenn Sie einen Apple Pencil nutzen. Übrigens, wenn Sie handschriftliche Notizen machen, dann bitte immer unbedingt mit dem Apple Pencil. Vor dem Apple Pencil, habe ich immer gesagt, macht das eher wenig Sinn, handschriftliche Notizen zu machen. Was ganz gut ist, wenn Sie dort vor allen Dingen mit Exchange arbeiten, es geht aber auch schon mit IMAP, können Sie Ihre Notizen mit Ihrem Outlook synchronisieren. Und da werde ich in der nächsten Episode nochmal darauf eingehen. Es ist ja immer wichtig, dass Sie einen Speicherort für alle Ihre Daten, eben auch inklusive Notizen haben und von all Ihren Geräten darauf zugreifen können. Wenn Sie allerdings mit Exchange ins Outlook synchronisieren oder mit IMAP, dann sind viele der Funktionalitäten, die die Apple Notizen anbieten, wie eben diese handschriftlichen Zeichnungen und noch eine Scan-Funktion und solche Dinge, so nur bedingt unterstützt. Die können Sie nur nutzen, wenn Sie auch über iCloud synchronisieren. Das merken Sie, ich habe auf der einen Seite einen iCloud-Account, ich habe auf der anderen Seite einen Exchange-Account und wenn Sie sehen, dann gibt es einfach bestimmte Funktionalitäten, die nicht in dem Exchange oder auch IMAP-Account unterstützt werden, sondern nur im iCloud. Naturgemäß möchte Apple dort ja den eigenen Sync-Service dort auch vermarkten. Punkt Nummer 2 ist ja Exchange und auch IMAP ein Standard, der sehr kompatibel ist mit vielen Geräten. Das heißt, Sie haben den Nachteil, dass eben spezielle zusätzliche Apple-Funktionen nicht gehen, den Vorteil aber, dass Sie das mit sehr vielen Geräten synchronisieren können. Das heißt, wenn Sie jemand sind, der so wie ich früher auch sagt, Mensch, ich habe vor allen Dingen erstmal Textnotizen, ist das wunderbar. So meine persönliche Reise war, dass ich erst Outlook-Notizen hatte, die ich über Exchange synchronisiert hatte, auch auf anderen Geräten, also auf Palm, auf Windows CE-Geräten und so weiter. Und dann, als ich das iPad bekam, bin ich auf OneNote umgestiegen. Da gab es das Evernote
OneNote noch nicht, ich bin auf Evernote, erst bin ich auf OneNote gegangen. Hab OneNote genutzt, auch als erweiterte Möglichkeit, da werden wir das nächste Mal drauf eingehen. Als das iPad kam, bin ich umgestiegen auf Evernote, weil es damals noch keine OneNote-Version gab. Und im Moment arbeite ich persönlich mit verschiedenen Diensten. Also ich arbeite auf der einen Seite mit meinem Daylight-System, wo ich Notizen auch per Bildschirmtastatur eingebe. Da werden wir in der nächsten Episode nochmal drauf eingehen. Ich arbeite so, dass ich mir teilweise E-Mails selbst schreibe mit MyScript. Mit MyScript dort entsprechend arbeite und dass ich dann doch mal auch mit GoodNotes und mit Notability arbeite. Und die gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Also Apple Notizen, sehr schön, wenn sie im Standard sind. Sie tippen zweimal auf den Bildschirm, geht eine Notiz auf, ähnlich wie man das vom Surface kennt. Und wenn sie mit iCloud komplett überall arbeiten, dann ist das eine gute Variante, total synchronisiert über alles. Ich habe nur viele Unternehmen, viele Kunden, die aus Compliance-Gründen nicht mit iCloud arbeiten. Dann empfehle ich ihr andere Lösungen. Wir schauen uns mal als nächstes GoodNotes an. GoodNotes im Moment in der Variante 4. Interessant ist, dass im Moment gerade die Beta 5 draußen ist und da wird es eine wesentliche Erweiterung geben, weshalb ich im Moment immer noch mal so ein bisschen Notability bevorzuge. Weil für mich gibt es GoodNotes und Notability sind für mich die beiden, die meine zwei Favorites gibt. Es gibt noch NoteShelf 2 und es gibt noch Notes Plus. Wir fangen mal an mit dem aus meiner Sicht Ausschusskandidaten. Das ist Notes Plus. Sollten die Kollegen von Notes Plus jetzt zuhören und sagen, oh, der Jekyll, der hat da Dinge nicht verstanden, oder auch Zuhörer von Ihnen, die sagen, ich bin da sehr zufrieden damit, dann gerne auch eine Ergänzung. Jede Version bringt ja auch mal wieder Verbesserungen. Also das ist der Stand aktuell Ende April 2018. Ende April 2018, und das bestätigt auch Lars Bobach, mein sehr geschätzter Kollege, produktiv in digitalen Zeiten, der in seiner Gegenüberstellung von Notizen-Apps, die ich sehr empfehle, kann und die ich verlinke, sich in der ersten Episode mal dieses Thema Schreibgefühl angeguckt hat und der hat das bestätigt, was auch meine Erfahrung ist, dass sie einfach bei Notes Plus das Problem haben, dass Schrift teilweise Aussetzer hat, dass sie teilweise abgehängt werden und dass sie relativ langsam ist, also so ein Lag hat. Das finde ich etwas, was extrem nervig ist. Wenn ich die andere Applikation NoteChef 2 nehme, die hat mit Abstand das beste Schreibgefühl. Das heißt, wenn Sie hier ein sehr schönes Schriftbild haben wollen, ein sehr schönes Schreibgefühl haben wollen, dann ist NoteChef 2 extrem gut. Und NoteChef 2 hat ein Update gerade bekommen. Und was da sehr, sehr schön ist, Sie können dort Apple Watch Audio Notizen dort aufnehmen, die dann automatisch mit synchronisiert werden. Also das heißt, diese Apple Watch Integration, dieses tolle Schreibgefühl, das ist etwas, was bei NoteChef 2 sehr, sehr gut ist. Ich gucke jetzt mal in Richtung GoodNotes und Notability und ich habe auch ab und zu mal Kunden, wo so die Hälfte dann so mit GoodNotes und die andere Hälfte mit Notability arbeitet. Was sind Vor- wie Nachteile? Was ich bei GoodNotes extrem gut finde, ist, dass sie sehr schön mit Vorlagen arbeiten können. Sie können dort ihren eigenen Firmenblock, wenn sie den als PDF haben, dort importieren, was ich im Moment ein bisschen schade finde. Es gibt, wenn sie es über die Einstellungen nehmen und dort die Vorlagen importieren, dann kann man das heute nur über Cloud-Services machen, wie Dropbox beispielsweise. Da dort keine personenbezogenen Daten drin sind, ist das jetzt nicht kritisch, aber es ist ein bisschen doof. Wie kann man das lösen? Sie können das dadurch lösen, dass Sie einfach sich eine Vorlage mailen als PDF-Datei und dann sagen Sie öffnen in GoodNotes, machen daraus ein entsprechendes neues Notizbuch und das Gute ist, in dem Moment, wo Sie einfach mit dem Finger von links nach rechts über eine Seite schieben und dann erzeugt er automatisch ein neues Blatt mit dieser gleichen Vorlage. Also deswegen kann man das wirklich auch sehr, sehr gut nutzen. Es geht dann nicht über die eingebaute Vorlagenfunktion, sondern über eine importierte PDF. Das geht auch. Was ich sehr schön finde, Sie können dann eben exportieren, können das Ganze weiterleiten per E-Mail mit oder ohne dem Hintergrund. Und das ist beispielsweise auch interessant für diejenigen von Ihnen, die vielleicht wie meine DATEV-Steuerberater ein Dokumentenmanagementsystem einsetzen, weil die haben ja oft keine App für das iPhone und für das iPad, aber was die haben, ist eine E-Mail-Schnittstelle.
Und was wir dann im Regelfall machen, dass Sie einrichten ein E-Mail-Postfach, ein Exchange-Postfach, das heißt dann zum Beispiel dms@kanzleinicker.de, und dann mailen Sie Notizen, die Sie in Ihrem Dokumentenmanagementsystem haben, an diese Adresse, und dann gibt es einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin in der Kanzlei, der oder die dann diese Notizen entsprechend verschlagwortet und Ihrem DMS entsprechend zuordnet. Diese Schnittstelle ist wirklich gut, und wenn Sie dann sagen, Sie wollen im DMS nicht diesen Blockhintergrund haben, dann können Sie den sogar ausblenden. Was GoodNotes auch hat, ist eine sehr, sehr gute Volltext-Handschrift-Suche. Das heißt, Sie können noch wirklich rotzig schreiben. Ich sage immer, bei mir ist gelebte IT-Sicherheit meine Handschrift. Kann keiner lesen, außer GoodNotes. Wirklich sehr, sehr gut. Was leider blöd ist: Sie können zwar theoretisch diesen Text auch markieren und umwandeln in getippten Text, das funktioniert aber wirklich nicht gut, und zusätzlich ist es eher doof, dass dann das Ergebnisfeld über Ihrem handschriftlichen Text liegt. Das heißt, wenn Sie gar nichts erkennen können, dann müssen Sie immer wieder dieses Fenster schließen, um zu sehen, was Sie ursprünglich mal gedacht haben zu schreiben. Dieses Problem löst MyScript Nebo sehr gut. Also ich habe vorhin schon mal MyScript Stylus erwähnt. Bei MyScript Stylus ist die Idee, dass Sie unten in der Tastatur, wenn Sie auf diesen Globus tippen, können Sie umschalten zwischen dem Globus und zwischen den Smileys und zwischen der Handschrifttastatur. Mit MyScript Stylus installieren Sie eine Handschrifttastatur. Der Nachteil ist, Sie schreiben nicht direkt auf dem Papier, sondern Sie schreiben unten. Aber letztendlich ist es wie bei einer normalen getippten Tastatur. Da tippen wir auch unten und oben erscheint das Ganze. Da werde ich in der nächsten Episode nochmal drauf eingehen. Ein kleiner Disclaimer übrigens oder Hinweis: zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Episode ist MyScript Stylus gerade nicht im Apple Store verfügbar. Ich weise trotzdem darauf hin, weil zum einen weiß ich nicht, ob es die Version in Zukunft wieder geben wird. Zum zweiten erlebe ich, dass viele diese Software auch schon installiert haben, diese App. Und wenn sie die installiert haben, auf keinen Fall löschen. Sie können sie weiterhin nutzen. Ich nutze sie wirklich täglich. Die Idee von Nebo ist, Sie schreiben dort handschriftlich, und während Sie handschriftlich auf dem Bildschirm auch schreiben, erscheint oberhalb Ihres handgeschriebenen Textes dann das voraussichtliche Ergebnis. Und das ist klasse, weil Sie können das Ganze dann vorher korrigieren, bevor Sie dann mit einem Doppeltipp darauf das Ganze in getippten Text umwandeln. Das ist super klasse. Sie haben dort auch eine Möglichkeit, mathematische Formeln einzugeben, die ihr übersetzt. Sie haben die Möglichkeit, Diagramme zu machen, auch Schaubilder zu machen mit automatischen Pfeilen. Das ist sehr gut. Was mir leider nicht gefällt, ist, dass Sie keine Möglichkeiten haben, getippten Text dort einzugeben, weil manchmal würde ich auch ganz gerne tippen. Ich gehe aber mal davon aus, dass in einer der zukünftigen Updates das auch möglich sein wird, weil hier kommt immer wieder was dazu. Was beispielsweise auch dazugekommen ist, ist der Cloud Sync, also dass Sie dann das über mehrere Geräte synchronisieren können. Was Sie aber jederzeit tun können: Sie können ein Dokument, was Sie dadurch mit Nebo handschriftlich geschrieben haben und übertragen, dann öffnen in jeder weiteren App oder als E-Mail schreiben. Also das ist wirklich gut. Ich persönlich finde das Thema MyScript Styles noch ein bisschen universeller, aber manchmal ist das auch entsprechend ganz gut. Ja, GoodNotes, wie gesagt, sehr, sehr gute Volltextsuche mit den Vorlagen, die man hinterlegt, wenn man die über die Cloud dort mit einnimmt, wirklich sehr, sehr gut gelöst. Auch No Frills, es gibt nicht viele Funktionalitäten, aber ich finde das sehr gut, dass auch nicht überfrachtet ist. Und was mir bei GoodNotes auch sehr gut gefällt: Sie haben einen Präsentationsmodus, in dem Sie die Bedieneroberfläche ausblenden können. Das heißt, dadurch können Sie das Ganze auch als Präsentations-Whiteboard nutzen, wo die Bedienungselemente nicht zu sehen sind, oder wenn Sie wieder im Schulungsmodus sind, können Sie es wieder einblenden. Weshalb finde ich Notability im Moment ein bisschen besser? Sie haben dort nicht nur ein Kategoriensystem, so wie im GoodNotes, sondern Sie haben Rubriken, und Sie können Unterrubriken bilden, und die sehen Sie links so ein bisschen wie E-Mail-Ordner. Können Sie sich also Unterrubriken dort definieren, also Dinge etwas besser untergliedern. Sie haben die mit Abstand schnellste Schriftengine. Die Schriftbild ist jetzt auch nicht schöner als in GoodNotes, aber es ist extrem schnell. Also das ist wirklich, hat den kleinsten Lag, bestätigt auch Lars Bobach. Und
Dann haben wir was auch nochmal interessant, das ist Tom Solid. Das ist ein Österreicher oder ein Deutscher, der in den USA lebt. Der hat hier auch nochmal ganz interessante Vergleiche dazu gepackt. Dazu kriegen Sie auch gerne nochmal den Link in den entsprechenden Shownotes. Was ich bei Notability neben dem Thema der Rubriken besonders gut finde, es gibt einen WebDAV-Sync. Das heißt, was Sie machen können, Sie können eben sagen, Ihre Notizen werden automatisch als PDF-Datei synchronisiert auf ein WebDAV-Verzeichnis. Das ist dann vor allen Dingen interessant, wenn Sie beispielsweise Ihren eigenen Firmenserver im Zugriff haben über VPN und WebDAV oder wenn Sie beispielsweise eine Volkswagen Raiffeisenbank sind, Agree 21 Doc-Sharing der Fiducia GRD IT AG nutzen, dann können Sie nämlich das Ganze in einen eben Doc-Sharing-Datenraum rüber synchronisieren. Das ist wirklich extrem klasse, das heißt, Sie haben eine automatische Datensicherung, Sie haben auf dem PC auch Zugriff drauf. Hier ein Hinweis. GoodNotes im Moment ja in der Version 4 ist gerade in einer Beta mit der Version 5 und hier wird diese WebDAV-Schnittstelle mit integriert. Was so meines Wissens oder mein Stand ist, dass auch verbessert wird, ist das Thema Kategorisierung und vor allen Dingen das Thema Zusammenarbeit mit Notizen. Also ich habe bisher nur eine Beta gesehen von GoodNotes. Die Schriftengine wird leider nicht besser. Allerdings ist es so, dass das Thema WebDAV-Sync dazu kommt. Also vor dem Hintergrund wird es spannend, wenn GoodNotes 5 da ist. Da werde ich sicherlich auch nochmal eine Episode dazu machen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das dann wieder das entsprechende ersetzen wird. Wenn Sie wechseln übrigens zwischen Applikationen, können Sie immer wieder exportieren im PDF-Format. Somit können Sie zwar ältere Notizen, die Sie gemacht haben, jetzt nicht mehr ändern, aber Sie können neuere entsprechend ergänzen. Ich finde, das ist immer ein guter und praktikabler Weg. Ja, was haben wir bei Notability? Haben Sie auch die Möglichkeit, Audio-Notizen noch mit hinzuzufügen, die auch verknüpft werden. Das ist so ein bisschen wie bei dem LiveScribe-Stift, wo Sie schreiben und mit dem Mikrofon aufnehmen können. Das geht hier auch. Und wenn Sie sagen, Sie haben eine Apple Watch, dann können Sie eben mit NoteShelf jetzt auf der Apple Watch auch Audio-Notizen aufnehmen und die mit übernehmen. Ja, vielleicht nochmal mein persönliches Fazit. Also mein persönliches Fazit ist, da werde ich auch nächste Woche nochmal drauf eingehen, das Allerwichtigste ist immer zu unterscheiden, sind es jetzt dienstliche, vertrauliche Notizen, sind es öffentliche. Also ich nutze GoodNotes oder Notability eben für Kundennotizen. Wie schaut es aus mit dem Thema Vorlagen? Da ist GoodNotes aus meiner Sicht im Moment am stärksten im Business-Bereich. NoteChef ist dafür derjenige, der das beste Schreibgefühl hat. Da gibt es auch schöne Vorlagen, die Sie entsprechend importieren können. Das Schöne ist aber, man kann auch eine Vorlage beispielsweise aus NoteShelf nehmen, die noch ergänzen und sie dann hinterher in GoodNotes exportieren. Also manchmal arbeite ich auch durchaus in der Kombination mit mehreren Apps. Alle können PDF lesen, alle können PDF entsprechend auch kommentieren. Also deswegen müssen Sie sich jetzt auch nicht für eines unbedingt sofort entscheiden. Wobei ich durchaus ein Freund davon bin, dann sich für ein System zu entscheiden, allerdings darauf zu achten, dass Sie immer entweder eine einzelne Notiz sofort weitergeben in ein System, was Sie überall im Zugriff haben, oder eine automatische Synchronisation einrichten. Das heißt, über Apple Notizen hier über iCloud oder über Exchange. Bei GoodNotes können Sie es auch über iCloud, über Dropbox synchronisieren, in Zukunft über WebDAV. Bei Notability auch über Cloud Services und heute schon über WebDAV. Also das heißt, das sind die Dinge, weil was ich oft erlebe, dass Notizen nur auf einem Gerät abgespeichert sind und wenn es dann verloren geht, defekt ist oder ein neues Gerät dort angeschafft wird, dann ist immer die große Herausforderung, wie komme ich an die Notizen dran. Da gehen wir aber in der nächsten Woche einmal drauf ein, wenn wir nochmal anschauen, was sind so praktische Tipps zum Thema Nutzung der Notizen auf dem iPad. Wenn Sie die Links zu den besprochenen Apps haben wollen, auch nochmal die Links zu meinem sehr geschätzten Kollegen Lars Bobach und auch Tom Solid, die zu dem Thema Notizen wirklich eine ganze Menge zu sagen haben, natürlich auch zu weiteren Dingen, dann einfach mir entweder eine E-Mail schreiben an t.jekel@jekelteam.de oder gehen Sie einfach auf www.ipadforproductivity.com, so wie der Podcast geschrieben wird, mit der 4. Melden Sie sich zum gratis Hörerservice an, dann kriegen Sie meinen Link mit den Shownotes, mit den Verlinkungen, auch mit dem Transkript zum Nachlesen. Und wenn Sie zum Thema produktiver Einsatz des iPads Unterstützung in Ihrem Unternehmen brauchen, freue ich mich, wenn Sie mir auch einfach eine E-Mail schreiben. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind, wenn wir uns angucken, wie Sie noch produktiver im Unternehmen mit dem iPad werden. Bis dann, Ihr Thorsten Jekel. Das war eine weitere Episode von iPad for Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business.
Ich bin Thorsten Jeckel und ich mache Unternehmen mit dem iPad produktiver.